Mach ich den Anfang, ja? Du bist der Host. Ich bin der Host. Meinst du eigentlich, wir müssen uns in irgendeiner Weise rechtfertigen, dass unser letzter Podcast der Wano-Recap war und wir sind jetzt im Finale vom Egghead? Ja, perfekt. Der Egghead-Recap jetzt gleich. Der Egghead-Recap, das wird dann der nächste Podcast. Und damit, Leute, die 36. Ausgabe des Podcasts. Besser spät als nie. Da sind wir. Da sind wir zurück, Leute, aber besser spät als nie. Ja. Besser spät als nie. Es hat sich viel geändert. Wir haben beide neue Rechner. Daran lag's. Wir konnten einfach nicht. Ja, genau, wir konnten jahrelang nicht. Ey, wann war die letzte Folge eigentlich? Die letzte Folge, ja, wie gesagt, war ein Recap. Warte, ich schau mal gerade live an. Ja, das war am 22.09.2022. Backe. Da komme ich mit einem Jahr nicht weit. Ja, Leute, was soll man dazu sagen? Aber man muss sagen, wir haben ein knackiges Thema mit der Reihe. Es gebührt auf jeden Fall eines Podcasts auf diesem Kanal. Und zwar die fünf Weisen. Man muss auch sagen, Leute, dafür auf jeden Fall mal ein Like und ein bisschen Liebe in den Kommentaren da lassen. Wir dachten, nach knapp 2 Jahren beleben wir den Podcast mal wieder, weil Ichiro Oda schickt uns in eine 3-wöchige Pause. Und diese Pause kann man auch nur mit einem Podcast gut überbrücken. So war zumindest der Gedankengang. Perfekt, ohne Witz. Wir haben zu viel Langeweile jetzt gerade auch, zu viel Pause, deswegen. Ey, und gerade die 5 Weisen, jetzt gerade perfekt so auch mit der Pause. Wir haben die jetzt, haben wir von jedem die Fähigkeit gesehen? Eigentlich schon, ja, ne? Von jedem haben wir irgendwas gesehen. Also die werden natürlich alle noch heftige Fähigkeiten haben, aber ja klar. Das vom Wurm war jetzt, glaube ich, noch nicht alles so. Oder keine Ahnung. Deswegen aber, jetzt kann man perfekt mal über die reden und so. Auch was für eine Rolle sie noch in der Zukunft haben, ne? Ja. Und weil viele dachten, jetzt ist hier schon der All-Out-Kampf gegen die so und ist vorbei. Ja. Ruffy hat das zuerst gedacht. Also Ruffy im Stream so noch, als sie das erste Mal vorgestellt wurden, so als sie gespawnt wurden, weißt du, der Cliffhanger. Mhm. Da meinte Ruffy im Stream so, okay, jetzt kommt hier das Final Battle gegen die schon so. Ja, ja, war sich da sicher so. One Piece hat nur noch so 30 Kapitel, dann ist Feierabend. Ichiro Oda hatte recht, als er gesagt hat, 3 Jahre noch. Die kann man auch nicht so lange so zurückhalten und dann einführen mit deren Kraft, so einmal zeigen und dann direkt besiegen. Das kannst du nicht machen. Ja, verrückt, total verrückt. Vielleicht aber auch, man muss an der Stelle dazu sagen, auch wenn Jan und ich sehr, sehr viel im Discord abhängen, quatschen wir überraschend wenig über One Piece. Deswegen wird dieser Podcast umso interessanter, weil ich weiß tatsächlich, und du ja wahrscheinlich auch noch nicht von mir, glaube ich, deine Meinung überhaupt zu den 5 Weisen. Erstmal, bevor wir jetzt die genaue Stärke analysieren und was wir erwarten in der Zukunft und sowas, erstmal nur grundsätzlich, deine Meinung zu den 5 Weisen, zu den ihrer, kann man es jetzt so an Form nennen, eigentlich ja dann irgendwie doch schon, zu den Formen und zu den Fähigkeiten, die man jetzt so gesehen hat. Wie gefallen sie dir? Was haben sie für eine Darstellung für dich? Also erstmal, wenn ich das grob für alles zusammenfassen müsste, finde ich sie richtig gelungen. Also richtig krass. Mhm. Also wirklich, ich bin absoluter Fan von den Gorosei. Nicht nur, ich fand die schon als alte Männer krass, so, aber jetzt so noch in diesem, ja, das ist ja wirklich groteske. Das sind ja wirklich groteske Wesen. Das sind ja wirklich. Solche Wesen haben wir in One Piece noch nirgendwo gesehen, so in diesem Ausmaß. Oder warte mal. Also, was war mal so ähnlich, so dämonisch? Weißt du auch, dass die Augen so komisch sind und so? Und dass die alle so eigen sind und alle diesen komischen Wolkenkranz haben, weißt du, diesen, der fürs Erwachen von Zoan-Kräften eigentlich steht. Aber gleichzeitig wurden sie im Manga jetzt hier eingeführt, ohne dass da die Frucht steht, was ja sonst immer der Fall ist bei Oda. Mhm. Hier stand wirklich so die Kreatur einfach so als Vorstellung. Sonst steht da immer so und so ein Teufelsdrohnutzer. Und das ist halt so untypisch auch für Oda, so, dass es eigentlich so wirkt, dass sie diese Ursprungskreaturen noch sind, so, und es noch nicht einmal die Möglichkeit da war, dass diese Kraft in eine Frucht übergeht, weißt du, so, dass sie immer noch die Ersten sind, so mäßig. Ja, ja, total verrückt, wenn man drüber nachdenkt, dass sie eventuell gar keine Teufelsfrucht haben, aber, ja, also total crazy. Und man muss auch dazu sagen, also man lügt, wenn man sagen würde, dass man nicht Sorge hatte, dass einer von denen wieder komplett abbricht, so One Piece Design technisch. Oder haut ja mal gerne so ein Design raus, wo man sich so komplett an den Kopf fasst. Und wir sprechen bestimmt auch noch darüber, es gibt vielleicht auch das ein oder andere Design, wo man sagt, okay, catch mich jetzt nicht komplett. Beispielsweise der Sandwurm sieht ein bisschen lazy aus an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, überzeugen mich alle und alle bringen schon die Message rüber, okay, die sind crazy oder die Formen, die die haben, sind wirklich krass overpowered. Ja, ich finde es krass, dass die wirklich alle auch wirklich wie Monster aussehen. Also ja, man erkennt da keinen Mensch mehr drin oder so jetzt gerade.
was ja auch Sanji meinte, so, da ist keine Menschlichkeit mehr irgendwie in dem Auge. Ja, und auch, dass also, so, genau je weiter sie sich verwandeln, wird ja dann auch erwähnt, sie verlieren immer mehr ihre Menschlichkeit und sowas. Das, ja. Das finde ich auch total crazy, weil so schließt sich irgendwie für mich auch so ein ganz langer Theorienkreis. Es gibt ja immer diese Theorien über Mihawk mit der Verbindung zu Imsama und sowas. Wegen Dracul, Mihawk und bla bla bla. Und dann hat ja Zorro gegen S-Hawk, gegen den Seraphim gesagt, du bist noch menschlicher zu einem Seraphim als Mihawk, weißt du? Also, ja, stimmt, das war krass. So, und dann würde sich irgendwie wieder dieser Kreis schließen, weil Imsama ja obviously auch so eine Dämonenform hat wie die Fünf Weisen. Deswegen, das fand ich eigentlich ganz geil. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Kapitel. Ob Imsama, so, weil das ist, also das ist nochmal ein anderes Kapitel, aber die Unsterblichkeit der Gorosei, ob das alles damit mit Imsama zusammenhängt, dass man Imsama töten muss, damit die verletzt werden können erst, oder ob das, also was hat das mit dieser Unsterblichkeit auf sich? Das wirkt auch komplett anders als alles, was wir in One Piece gesehen haben. Wie jetzt zum Beispiel Saturn sich regeneriert hat, weißt du? Also wir kennen ja, und das ist ja schon sehr besonders, wir wussten ja, okay, Zoan-Kräfte haben krasse regenerative Fähigkeiten, beziehungsweise das Erwachen von Zoan-Kräften ist auf jeden Fall ein krasser Boost auf die regenerative Fähigkeit des Nutzers. Aber das ist ja, das hat ja nichts mit Regenerieren zu tun. Nee, da ist selbst eine Marco in seiner Phönixform kackt ja ab, weil da hat man schon gesehen, dass das Limit irgendwann erreicht ist und er sich nicht mehr so regenerieren kann, wie er will. Aber die Fünf Weisen wirken ja wirklich unsterblich. Also das ist ja noch mal viel krasser. Ja, das ist auch, guck mal, es ist so, also er wurde durchlöchert, Saturn hat ein Loch im Körper, so Whitebeard Ace-mäßig, weißt du, so. Ja. Oder sein Arm ist ab gewesen, so, und es wurde nachgedruckt, so wirklich, so. Einige sagen, der dreht die Zeit seines Körpers zurück oder so und hat irgendwie so ein Tool. Andere sagen, das hat mit der Unsterblichkeit zu tun, die bekommen haben, so. Aber, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es mit dem Erwachen zu tun hat, ne? Aber das ist zu doll, finde ich. Das ist viel zu doll. So, wenn sie wirklich die Ursprungskreaturen sind, so, dann, ja, vielleicht ist es dann so, ne? Ja, vielleicht ist es dann so. Es sind ja keine Teufelsrunutzer, die so diese Form annehmen, sondern sind die echten Formen. Also sind die echten noch. Aber ich finde das wirklich mit diesem Regenerieren, also das muss irgendwie so ein Grund sein. Die sind alle mit Imsama connected und Imsama ist der Schwachpunkt und die sind eigentlich nur ein Teil von Imsama. So, so ein bisschen dieser Pain-Nagato-Naruto-Plot, meinst du? Oder Horcrux-mäßig kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ja. So, ne? Horcrux ist eigentlich ein actually guter Punkt. Muss man die auch besiegen, um Imsama am Ende zu finishen. So, weißt du, das so, habe ich im Stream von Raffi in der Chapter-Besprechung gesagt, habe ich das auch gesagt, dass es ja auch andersrum sein kann, dass man erst die Fünf Weisen besiegen muss, um Imsama clashen zu können und sowas. Das wäre auch krass. Das wäre eigentlich auch so ein klassischer Plot. Man muss aber auch sagen, Fünf Weisen, man geht ja auch immer davon aus, dass die ein utopisch hohes Alter haben und man weiß ja gar nicht, wie alt Teufelsfrüchte genau sind und wie alt die Fünf Weisen sind. Ja. Dass vielleicht die Fünf Weisen auch so eine Ursprungsform haben, woraus irgendwann mal Teufelsfrüchte entstanden sind. Also noch bevor es überhaupt Teufelsfrüchte gab und deswegen wird das da nicht so genau benannt. Aber da, also das ist halt so eine Theorienspirale. Da könntest du jetzt 3 Stunden drüber reden, dann würde es trotzdem nicht auf die Conclusion kommen, so. Ich finde aber auch deren Früchte, also was sind das für Wesen? Also Teufelsfrüchte sind aus den Wünschen und Träumen der Menschen, also das kann mir doch keiner erzählen. Also dass jemand sich so doll gewünscht hat, so ein Schwein zu werden oder so ein Sandwurm. Also weiß ich nicht. Für mich sind das Wesen, die vielleicht nicht so normal wie Teufelsfrüchte entstanden sind, weißt du? Diese Theorie, so dass das vielleicht aus den Ängsten und aus der Furcht der Menschen sind die entstanden, so, oder weißt du, so komplett Reverse-Teufelsfrüchte. Da gibt's ja auch diese. So ein Plot könnte man auch noch aufbauen. Da gibt's ja nicht auch diesen Plot irgendwie mit diesen, wie heißt denn das nochmal? Dieser Ring, der so um die Teufelsfruchtnutzer ist. Bei Yamato und bei Ruffy ist es ja weiß. Und bei denen ist es ja schwarz, weißt du? Ja, ja. Und dann wegen dieser Thematik aus positiven und negativen Gefühlen entstanden, weißt du? Also Son Goku so aus positiven Gefühlen und die alle aus negativen Gefühlen. Und man muss ja, aber warum dann bei Eki, ehrlich gesagt, negative Gefühle bei einer Giraffe? Stimmt, bei ihm waren die auch schwarz, ne? Ja, ja. Und bei Rob Ruffy auch. Ist das einfach noch, weil, ja, okay, es ist jetzt ein bisschen, aber weil er auf der falschen Seite noch steht, aber. Ja, der Nutzer korrumpiert die Frucht. Also wenn du. Ja, wenn du das einsetzt für was Negatives, ist es dann schwarz und. Ja, ist so, ne? Dieses unterschiedliche Zoan-Erwachen wie die Wolkenfarbe, da ist es echt interessant. Also, vielleicht kriegen wir da wirklich nochmal eine Erklärung, so, ne? Das kann ja nicht nur so designtechnisch sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kaido hat's gar nicht. Stimmt, ne? Von daher ist es wirklich sus, wie man sich darauf beziehen möchte, dann am Ende. Ey, das kann man, stimmt, dass Kaido es nicht hatte, ist ein krasser Fakt. Ja, vor allen Dingen total das verrückt, weil er ist der Anführer der Zoan-Armee
mit einer mystischen Zoan-Frucht, ein Kaiser, der eine Zoan-Frucht repräsentiert, Big Mom entsprechend Paramecia, Blackbeard Logia mit der Finsternisfrucht so gesehen. Das ist schon verrückt, dass und Shanks ohne Teufelsfrucht und dann kommt Kaido, repräsentiert Zoan und hat die nicht mehr erwacht, das wäre dann sehr schwach. Ja, das ist was anderes so. Die Frucht ist auch nochmal, Kaidos Frucht ist da, ist auch noch irgendwas, da ist irgendwas noch im Busch, so auch mit God Valley und so. Ich glaube, da hat es noch was auf sich irgendwie, wenn wir es noch erfahren. Auf jeden Fall. Hey, vielleicht, was ich von dir will, ist mir gerade eingefallen. Will. Okay, was muss ich machen? Ja. Da habe ich so eine Pflicht. Ich verlange das. Jetzt. Ich verlange jetzt mal, dass du die fünf Weisen rankst. Okay. Nach Design, Stärke, egal, einfach so wirklich, wer ist dein Lieblings- persönliche und Vorliebe, wenigstens. Ne? Okay, ja, genau. Alles klar. Komm bei 5 an, wer ist der Schlechteste so? Okay, also der Schlechteste ist das Schwein. Also Mars. Valkyrie. Einspruch, euer Ehren. Okay. Warte mal, den findest du wacker als den Wurm? Ja, nee, weil, guck mal, pass auf. Ich finde von den fünf Weisen natürlich unseren guten Nushinoro da, Glatzkopf, am coolsten. Ja. Also der ist mein Platz 1, das kann ich ja schon vorne wegnehmen. So. Ja, okay. Sowohl, dass er ein Schwert hat in der Basisform, als auch sein Auftreten generell, als auch diese Skelett-Pferdeform, ist alles badass, der ist für mich Platz 1. So. Safe, okay, unterschreibe ich. So, und Jupiter ist als Person, weil er sieht natürlich auch viel jünger aus als die anderen, zusätzlich dazu ist er noch die Nummer 1, wir kommen ja gleich auch bestimmt nochmal auf diese Order zu sprechen, er ist die Nummer 1, eventuell sogar der krasseste. Und diese zwei Punkte in Kombination überwiegen für mich, dass der Sandwurm designtechnisch das Schlechteste ist. Also designtechnisch ist er safe auf dem letzten Platz. Safe. Ja, okay, das ist ein Argument aber so, dass du sagst von Jupiter und der 1 und allgemein, ja, okay. Also insgesamt, ja, okay, overall nur ist, designtechnisch hast du recht. Genau, nur designtechnisch wäre auf dem letzten Platz. Insgesamt würde ich ihn auf Platz 4 packen, also ein Vorderschwein, muss ich sagen. Ja. So, dann kommt für mich Saturn auf 3. Die Spinne ist krass, das Kopfexplodieren war heftig. Ja, safe. Aber ich muss sagen, Markus Mars, also Mars mit der Vogelform und generell, wie gesagt, dieses Skelettpferd sind beide für mich komplett outstanding und wirken auch in diesen zwei Kapiteln viel krasser als die anderen. Wir sehen ja sofort, wie dieses Pferd in Windeseile die Hälfte der Pazifisten auf Gesamt-Eckert deaktivieren konnte, mehr oder weniger. Das ist so krass. Ja. Das muss ja utopisch schnell gewesen sein. Und dann auch noch Mars bei Rob Lucci und so mit seinen Auftreten, wie er dann da so gesagt hat, gute Arbeit, weil er einfach nur schnell alle Infos eingeholt hat und sowas. Die zwei wirken irgendwie krasser als die anderen. Weil ich muss sagen, also das Schwein catcht gar nicht, wenn auf einmal Riesen, die wir schon seit dem Pre-Timeskip kennen, das so weghauen können und so einen Scheiß, weißt du? Ja, das fand ich auch albern jetzt im letzten Chapter ein bisschen. Da habe ich auch drüber geredet, aber da haben mich auch viele wieder auf den Boden geholt und mir erstmal erklärt, wie krass Boogie und Woogie eigentlich sind. Ja, 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 gehe ich mit. Sie aber wurden nur überlistet und sie haben geisteskrank 100 Jahre gegen einen ebenbürtigen Gegner gekämpft so und sind überkrass und haben damals schon diesen riesen Fisch, der so groß war. Im Manga war das ja, wurde noch größer dargestellt. Den haben sie durchlöchert damals schon so. Weißt du, also dass die krass sind, gehe ich voll mit. Aber sei ehrlich, wenn du damals überlegt hättest oder nur nachdem du Saturn gesehen hast und du siehst, okay, jetzt kommen die anderen vier Weisen, ist das nicht der Moment, wo man sich eigentlich gedacht hat, okay, wenn jetzt nicht Shanks oder Dragon oder so mit ihrer Crew oder mit der Revolutionsarmee kommen, sterben hier alle. So, dann sind hier alle tot. Und dass das gar nicht passiert, weil Ruffy mit Gear 5 und zwei Riesen actually die gut im Zaun halten können, ist schon krass, muss man schon sagen. Also man hat nicht gedacht, dass die fünf Weisen eine gewisse Weise, also es nicht schaffen, die sofort zu überlisten. Ja, da kann ich nicht sagen. Du hast einfach recht. Ich kann nichts sagen. Das ist schon wirklich, also, ach, ja, dass es Boogie und Woogie sind, weißt du, die wir so im Kopf haben als die Little Garden, die von Mr. 3 besiegt wurden, so, weißt du. Ja. So, aber die wurden halt auch nur eigentlich ausgetrickst so, und haben den kompletten Willen verloren. Wenn man sich Little Garden nochmal reinzieht und ich habe mir danach nochmal ein paar Szenen reingezogen, so auf YouTube, dann weiß ich nicht, dann kann man das schon, also oder könnte das jetzt verargumentieren, dass die eigentlich vom Scaling viel krasser sind, so als wir alle denken gerade so. Aber ich check auch so diesen Aufbau, so die Hauptantagonisten wurden da beschworen so mäßig. Mhm. So, das sollte nicht eigentlich so inszeniert werden, dass das Schwein da einfach einen Angriff macht. Erstmal, also dieser Haki-Schrei, wo sie direkt daneben stehen so und weiß ich nicht. Und sie selber haben ja noch nie Haki benutzt, also haben wir noch nie gesehen, dass Boogie und Woogie irgendwie Haki benutzen. So, und dass sie diesen Haki-Schrei da einfach so wegschilden und dann auf der anderen Seite gleichzeitig irgendwelche Marineleute umfallen da noch, weißt du? Und dann noch diesen Angriff mit diesen Klingen, weißt du? Mit den Klingen, ja. Ja, das war auch noch das Ding. Und die flippen ihn direkt.
Aber ich. Das war schon ein bisschen respektlos. Ja, respektlos ist die perfekte Umschreibung. Man muss aber, finde ich, dazu sagen, oder kann ja immer noch alles retten. Also als Beispiel, wenn jetzt die Übertragung nicht mehr 6 Minuten entfernt ist, sondern nur noch 2 Minuten und dann alle 5 Weisen auf einmal einen Gang hochschalten und viel stärker sind, weil sie sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich Gas geben. Am Anfang haben wir, also so wart ihr unsere Zeit nicht wert oder wir haben, weißt du, so keine Mühe gegeben. Ja. So, aber jetzt, wo die Zeit wirklich drängt, geben wir nochmal alles und dann merkt man, okay, jetzt haben die keine Chance mehr. Wäre ja auch wieder alles in Ordnung, muss man ja sagen. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, die 5 Weisen sind ja auch extrem arrogant, was ja auch begründet ist, weil sie scheinbar unsterblich sind gerade so und kein Angriff wirklich Wirkung zeigt, egal ob von Gear 5 oder mit Königshaki oder sonst irgendwas oder von den Riesen komplett zerteilt werden, macht alles keinen Unterschied und von daher haben sie ja auch nichts zu befürchten, also warum direkt all out gehen, weißt du? Das ja, ich glaub's auch so. Deswegen, die selber benutzen ja auch kein Haki, um sich zu schützen, weißt du? Sie den, also haben sie bis jetzt noch gar nicht so. Ja, außer den Haki-Schrei quasi, so kam da nicht viel, ne? Muss man sagen. Wie, warte mal, jetzt meinst du von Valkyrie jetzt der Haki-Schrei? Ja, ja. Ja, okay, aber jetzt mal so, wenn sie angegriffen werden, mal so, dass sie irgendwie blocken oder Haki benutzen oder so. Das ist noch nicht einmal passiert. Das ist nicht passiert. Ich meine, sie haben halt eine heftige Haki-Präsenz, das hat ja Rob Lucci angemerkt. Ja. Und man muss sagen, das Schwert halt, ne? Von. Ja, genau, das wurde Haki überzogen. Ja, genau, das wurde Haki überzogen. Wobei man sagen muss, Haki überziehen ist bei der Marine ja Standard, wie wir seit Dressrosa wissen. Also, das ist. Aber kein Plan. Also, bis jetzt hat mich eigentlich das Schwein hat krasse Fähigkeiten gezeigt, aber gleichzeitig wurde es denn jetzt letztes Chapter so einfach ausgekontert, weil es auch so, weiß ich nicht, so immobil ist, weißt du, es kann sich bewegen, ist einfach so. Und der Wurm, dass ja auch ohne, dass sie Haki auf ihre Waffen angewendet haben, haben Boogie und Hoogie den Wurm einfach zerteilt. Ja. So, und es ist nicht so, was ich gedacht habe, so erst, das ist so ein Hydra-Wurm, da kommen auf einmal 4 Köpfe raus oder weißt du so, dass man denkt, okay, das ist so ein Feature vom Wurm, dass man den immer wieder teilt oder nicht teilen sollte oder so. Mhm. Aber ist egal gewesen, das war wirklich krass. Also, die sind nicht zu unterschätzen, ey. Ja, die sind crazy. Ich glaube, was ist dein Reihenfolge? Der antike Riese wird ja auch noch hier verwendet gegen die, deswegen, ich glaube, dass so riesige Gegner, also das ist einfach krass im One Piece, riesige Gegner, riesige Kreaturen. Erst so ein bisschen dieses Giant-Fort-Kämpfen, was man immer so aus den Filmen von One Piece eigentlich kennt. So One Piece-Film Gold, Stampede und sowas. Dass dann immer so ein Riese am Ende der Gegner ist. Aber was ist denn deine Reihenfolge? Also hast du eine andere, weil du eben gerade schon direkt beim ersten Einspruch gesagt hast? Ja, eigentlich würde ich schon sagen, der Sandwurm ist der lameste, aber du hast ihn mir echt gut verargumentiert. So, dass er eigentlich, also dass Dupeter, der blonde Gerüstel mit der Nummer 1 eigentlich dahinter steckt. Ja, so den darf man auch nicht vergessen. Deswegen bin ich fast, deckt sich unsere Liste eigentlich direkt so. Ich würde auch sagen, Markus Maas ist der zweitgeilste so, weil er auch so bedrohlich aussieht, da in dieser Vogelform. Der sieht geil aus, muss ich sagen. Ey, wo er mit Rob Lucci auch geredet hat und so, weißt du? Ey, wie krass Rob Lucci auch geantwortet hat zu ihm so. Ja, sofort alle Infos raus und so. Da merkt man Rob Lucci, der ist schon ein krasser Dude. So. Ja, ohne eine Gegenfrage so. Und er war auch richtig geschockt. Man hat diesen geschockten Blick von ihm gesehen, weißt du, diesem einen Panel, wo er den Markus gesehen hatte. Ja. Bevor wir vielleicht kurz dann zu der Order kommen, von den 5 Weisen, vielleicht nochmal ganz kurz. Du kennst das safe auch oder hast da bestimmt auch mal im Stream oder so drüber gesprochen. Da ist ja dann die Szenerie, dass Rob Lucci, Ehrenmann an der Stelle, sogar noch zu Mars sagt, Ecki ist da, könnte man den bitte verschonen. Erstmal das natürlich schon ein heftiger Pluspunkt für diesen eigentlich eiskalten Typen Rob Lucci. So. Früher zu CP9-Zeiten hätte der das nämlich bestimmt nicht so gemacht, muss man an der Stelle. Ja, der hat sich gewandelt. Ja, also der hat sich auf jeden Fall entwickelt. Aber dann kommt ja vom Mars die Antwort und das repräsentieren ja alle 5 Weisen die ganze Zeit, dass Menschen nur Insekten sind und die töten ja auch Marinesoldaten und so einfach nebenher und denen ist ja eigentlich jedes Menschenleben komplett egal da. Aber es gibt ja die Szene damals beim Buster Call auf Ohara, wo die 5 Weisen sehr traurig oder verzweifelt sind darüber, dass die dem Buster Call zustimmen. Also so, dass die, also so Saturn und so guckt ja so nach dem Motto, schade, dass wir jetzt so viele Menschen als Kollateralschäden opfern müssen. So. Glaubst du, das war einfach nicht gewollt? Ja, also, das war ja im Manga und im Anime so, muss man dazu sagen. Ich will jetzt nicht wieder sagen, Oda hat einen Fehler gemacht, aber vielleicht ein bisschen fehlinszeniert. Also, nicht, also will ich vielleicht auch nicht so sagen, aber weißt du, was ich meine? Mhm. So, dass er die vielleicht auch erstmal bestürzt gezeigt hat, so, oder vielleicht waren die auch zu der Zeit noch bestürzt, aber das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, wenn die so abfällig reden, dass die Menschen nur Insekten sind und alles so. Und bei God Valley war ja auch vor 38 Jahren, war ja auch Saturn schon unten wieder, war ja auch auf God Valley und hat das da unterstützt und alles so und dass da irgendwie Unschuldige abgeschlachtet werden. Deswegen kann ich mir diese Bestürztheit da auch gar nicht erklären. Deswegen muss das, in meinem Kopf ist das so,
ja, das sollte einfach noch so gezeigt werden, dass die bestürzt sind, so, dass er sich am Kopf fest so. Weiß ich nicht. Mhm. Aber warum sollte das so. Aber es ist schon strange eigentlich, ne? Ja, weil, also. Ich meine, Oda, was es halt so komisch macht, ist, Oda zeigt ja schon seit früher auch immer diese Order, Platz 5, 4, 3, 2, 1. Das heißt, er hat ja auch schon an all das früher gedacht. Und dann ist es halt irgendwie strange, wenn er daran nicht gedacht hat. Und die. Ja, das, das würde ich auch komisch finden. Ey, da müsst ihr mal in der Kommentare ja, schreiben, Leute, auf jeden was Fall ihr mal denkt. Warum waren die Gorosei damals bestürzt beim Buster Call bei O'Hara und haben dann gleichzeitig haben Lulucia Kingdom einfach ausgelöscht, so, oder weißt du so? Ja, ja, eine Wimper, sagen, komplett verrückt. Eine Miene verzogen direkt. Ja, einfach nur so nebenher an der Teleschnecke so einen Satz droppen wie, hey, das hat doch nie existiert, sind wir uns doch einig. Ja, und so, ja, ja. Erstmal einen Schluck nehmen. Erstmal einen Schluck nehmen. Okay, dann ganz kurz mal zu der Order. 5, 4, 3, 2, 1, Saturn auf Platz 5, Jupiter auf Platz 2. Was ist die Order für dich? Einfach nur eine symbolische Darstellung oder gezieltes Stärke-Ranking? Oder was ist die es Zahlen, für dich? Die Zahlen in den Beschwörungskreisen, ja. Ob die was zu sagen und haben. Und auch immer in der gleichen Reihenfolge Frage. Positioniert, ne? Wenn man die im Thronsaal sieht und sowas, ne? Ja, okay. Also, ist halt wie rankt man das? Ist Jupiter die 1, weil er der Jüngste ist? Er ist visuell, optisch der Jüngste so. Aber dann wäre es irgendwie logischer, wenn er die 5 wäre, weißt du, so. Ja. Weil so würde ich es eigentlich. Oder hat es mit Stärke zu tun? Ist Jupiter der Stärkste, so? Das ist halt der andere Gedankensprung. In meinem Kopf, wenn ich das einranken müsste, hat das nichts zu sagen. Gar nichts. Aber das ist ja auch komisch. Nee, das ist doch Quatsch dann, oder? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Jupiter die 1 der Stärkste ist, da dieser Sandwurm. Das will ich nicht wahrhaben. Aber man muss auch sagen, ey, da muss ich aber wirklich nochmal sagen, kleine Designschwäche, der Vogel vom Mars und auch das Pferd und auch, man muss auch ganz ehrlich sagen, Saturn, da muss man auch mal eine Lanze brechen für Saturn. Ich finde, der kriegt jetzt, seit die anderen vier Weisen da sind, kriegt er ein bisschen zu sehr auf die Mütze. Saturn hat auch schon ein Badass-Auftreten. Er sieht so krass aus. Ja. Also das finde ich ist dann auch ein Quatschi, zu sagen, dass Saturn da irgendwie abstinkt. Ja. Stell mal vor, es wäre die ganze Zeit Markus Mars vielleicht da gewesen, jetzt auf Eckert, und Saturn wäre jetzt neu gespawnt. Dann würde ich vielleicht Saturn sogar cooler finden. Safe. Weißt du, weil er neu ist. Ja, genau. Ja, das ist es halt. Man kennt Saturn jetzt schon eine Weile. Und ja, es ist irgendwie strange. Aber ja, die Order wird auf jeden Fall irgendwas zum Ausdruck bringen. Echt? Aber was? Aber was, ne? Wenn es Stärke ist, wäre halt irgendwie weird, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel Fünfte, sagen würde, die wurden mit der Operation des Lebens zum Beispiel unsterblich gemacht, ne? Und die kommen alle aus der gleichen Zeitepoche, die sind ja alle gleichgestellt quasi. Und Jupiter ist augenscheinlich der Jüngste, würde das ja darauf schließen, dass er der Erste war, der die Operation des Lebens bekommen hat, weißt du? Weil er der Jüngste war, also ab dem Zeitpunkt ist er nicht mehr gealtert. Und Saturn, der ein bisschen wirkt wie der Älteste, hat als Letztes die Operation des Lebens bekommen. Ja, so könnte man es machen. Könntest du auch noch auf die Schiene des Alters gehen. Ja, so könnte man es machen, stimmt. Aber ich, in meinem Kopf, weiß ich nicht. Es ist, man muss sagen, es ist auch Schießen ins Blaue. Also, man wird jetzt wahrscheinlich nicht das Richtige finden. Aber auch hier gerne eure Meinung mal in die Kommentare. Glaubt ihr, es ist ein Stärke-Ranking oder sagt ihr, nee, vielleicht doch eher Alter oder sonst irgendwas? Okay. Ey, das ist wirklich geil, aber dass die einzelne Zahlen haben, das haben wir uns gewünscht so. Ja. Aber das würde bedeuten irgendwie in meinem Kopf, dass. Aber es, guck mal, es wird ja auch so aufgebaut. Dieses große Panel, wo die fünf Weisen in ihren Kreaturformen das erste Mal gezeigt wurden. Ja. Da ist Saturn in der Mitte so und er ist die Nummer 5 so. Vielleicht ist er wirklich der älteste Gorosei so. Der als erstes einer der Gorosei war, einer der fünf Weisen wurde, hat die Nummer 5 bekommen. Mhm. Und der zweite dann die Nummer 4, so weißt du? Und der Jüngste dann halt die Nummer 1. Und das ist wirklich nur so ein Altersranking. Und Saturn ist wirklich der, ich will nicht sagen der Anführer der Gorosei, aber viele haben auch immer geschrieben bei mir im Chat und so, dass Saturn auch schon immer früher so ein bisschen der Gorosei war, der mehr Screentime bekommen hat. Der mehr gesprochen hat, ne? Der hat immer ein paar mehr. Ja, aber ist das wirklich so in meinem Kopf? Kann ich das irgendwie nicht finden, dass der so viel da. Für mich waren die alle gleich. Ich finde, der Glatzkopf saß immer nur im Hintergrund und hat mit seinem Schwert rumgespielt. In der Regel. Ja, okay, ja, das stimmt. Also da kam nicht viel. Ja, vielleicht ist wirklich Saturn so ein bisschen der Main-Character von denen. Ich muss gerade sagen, ich sehe gerade auch vor meinen Augen das Double-Spread an der Stelle. Auch erstmal eins der legendärsten Panel überhaupt seit Dressrosa, muss man ja sagen, Ende von Dressrosa, Strohflutter, das letzte Double-Spread seit zig Jahren. Und wenn ich jetzt gerade, muss ich auch nochmal sagen, Jupiter in seiner Form sehe, warum macht er nicht einfach wie bei den anderen die Zähne spitz?
dann wäre das Problem gar nicht. Es sind nur die Zähne bei Jupiter. Stimmt, ne? Dass sie so frisch vom Zahnarzt Vollgarte lächeln. Als ob er gerade Werbung macht für irgendeine Zahnpasta. Das, ey, oh Gott, es gibt irgendeinen Film, da geht es auch darum, irgendwie, dass solche Tiere da Zähne geputzt bekommen oder sauber gemacht werden. Und daran erinnert mich das. Real Talk. Das ist, also es ist gruselig. Es ist wirklich so ein bisschen so, ja. Es ist ein bisschen albern. Spitze also ich frage mich auch, wo ist das Feature? Okay, der kann sich durch alles durchbeißen und so. So, was glaubst du, sind die so speziellen Fähigkeiten noch der Gorosei? Hey, darüber will ich nochmal reden mit dir. Was glaubst du zum Beispiel beim Wurm? So, lass uns da direkt anfangen. Okay, also beim Wurm glaube ich erstmal klassische Fähigkeit eines Wurms. Wenn du ihn zerschneidest, kann er sich immer wieder regeln. Also, Stopp! Ja. Was ist mit Wurm, mit diesem Wurm? Weißt du, was es auf sich hatte? Mit Y. Weirem. Weirem? Oder wie man das ausspricht. Was meinst du? Er wurde teilweise in einigen Übersetzungen, und deswegen weiß ich nicht, wie es in der offiziellen Übersetzung war, so als Wurm, aber mit Y geschrieben. Weißt du? So wie ein Drache. Ja. So wie ein gliedloser und also ja, nicht der klassische flügelloser. Sandwurm quasi. Ja. So ein Sandwurm. Sandwurm. Ja. Also ich glaube, ich meine, was außer die klassische Wurmfähigkeit, dass du ihn zerteilen kannst und er trotzdem noch auf jeden Fall lebt, an beiden, also beide Stellen, was du ja auch gerade gesagt hast mit diesen Zerteilen eigentlich, was für eine Fähigkeit willst du dir noch zuordnen? Boah, das wäre krass. Stell mal vor, du und teilst ihn und aus beiden Seiten kommt ein Kopf und so. Das sind zwei Würmer auf einmal. So eher Hydra-mäßig. Ja, eher so Hydra-mäßig. Ich muss sagen, er wollte ja an der Stelle auch Ruffy fressen. Also vielleicht auch irgendwie, was im ersten Moment albern klingt. Man kennt das ja auch von Kaido mit dem Drachen und Fressen eigentlich. Und nie eine gute Idee, im Übrigen in Anime, jemand aufzufressen, ist nie eine gute Idee. Man kriegt immer von innen auf die Fresse dann. Das passiert wirklich immer. Deswegen einfach mal nicht machen an der Stelle, wäre mein Advice an Jupiter. Aber vielleicht hat er ja sogar wirklich eine Fähigkeit, also sowas im Sinne von in irgendeine Säure oder irgendwie sowas, was man nicht überstehen kann. Unendliche Finsternis, irgendwas, irgendwas da drin. So. Also irgendwas, was das auf jeden Fall rechtfertigt, warum das eine kluge Attacke ist und nicht eine dumme Attacke. Das könnte ich mir noch vorstellen. Bei dem Pferd alles, ich meine, man sieht ja irgendwie Schwertkombinationen, Eisattacken, Eis, geht dann sogar extreme Schnelligkeit auch, glaube ich. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung von Brook, muss man sagen. Brook auch Eisattacken und Brook auch schneller als man denkt. Da kann er sogar über Wasser laufen. Safe. Es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also für mich auch von den Fähigkeiten ist Venus so der interessanteste Safe. So dass also auch wie er da rauskam als Hybridform, so weißt du, und dann auch so schnell ist. Ich frage mich nur, was für Special-Fähigkeiten noch das Pferd hat. Okay, die Eis-Skills kommen wahrscheinlich durch dieses Pferde. Aber man darf, ey, ein schneller Schwertkämpfer, was willst du mehr? Venus an der Stelle, ein Schwertkämpfer, wahrscheinlich ein Drachenschwert mit Haki auf dem Schwert, der die Hälfte der Pazifistas in einem Augenblick ausgelöscht hat. Man darf ja nicht vergessen, Eckert ist ja nicht mal, also das ist ja linear, das heißt, die Hälfte der Pazifistas, der muss übertrieben schnell gewesen sein. Übertrieben schnell, der ist jetzt beim Elbernschiff auch das Gefühl, der muss ja da sein jetzt und der muss jetzt auf alle treffen bald. Also von daher, das ist schon verrückt overpowered. Ja, also von denen erwarte ich mit das meiste. Das Schwein, schwierig. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Fähigkeit, Sachen anziehen und wegstoßen zu können mit diesem Brüllen. Das gibt's auch in ganz vielen Animes und Mangas. Gibt's auch mit einem vertrauten Geist in Naruto und sowas, diese Wesen das so einziehen können. Also wenn die Luft holen, so einen riesen Wirbelsturm und sowas machen. Aber da muss man sagen, der sieht für mich wirklich nach Beiwerk aus. Also so, ich sag mal ja, so. Ja, guck mal. Ja. Also für mich ist auch noch Saturn immer noch überraschend so, ne? Ja. Also guck mal, er hatte erstmal in dieser normalen Form, dass er in der Hybridform, was wir jetzt auch noch nicht wieder gesehen haben, Köpfe explodieren lassen kann. Das kannst du dem ja nicht ansehen, so. Yeah. So eine Fähigkeit kann jeder von denen noch haben. Das ist es halt, ne? Also die Giftkugeln, die er sich aus dem Mund geschossen hat, letztes Chapter, so auch aus dem Nichts, das kannten wir auch nicht, so. Dass er in seiner Teufelform oder was auch immer ist, ne, in dieser Kraftform, dass er dann so tentakelmäßig wird, so, weißt du, so gummiartig auch und alles so Gift und alles. Ja, aber die Kugeln sind ja sogar explodiert. Ruffy hat richtige Atompilze waren das sogar. Also, das war richtig krass. Deswegen die Fähigkeiten, muss ich sagen, das kann alles sein. Also, schwer zu predicten, so doof wirklich. Das klingt, aber wenn jetzt zum Beispiel Mars mit seinem Vogel auf einmal Feuer spuckt wie ein Drache, wäre das jetzt nichts, wo ich so denken würde, das macht ja gar keinen Sinn. So, sondern es wäre einfach safe. So, okay, cool, das ist seine Fähigkeit. Deswegen, du kannst bei jedem der fünf Weisen das sagen.
Ja, ja. Allein, dass die Hauer von dem Schwein schon zu klingen wurden, ja, so ja, random. Ja. Das ist, wie willst du das predikten so? Und gerade bei Markus Mars, dem Vogel, also was könnte der? Der kann alles. Also von mir aus kann er sich auch nochmal verwandeln. Also alles. Also die haben ja auch noch die Hybridform. Da bin ich auch gespannt nochmal. Mhm. Die Hybridform der Einzelnen so. Ja. Gerade beim Wurm und beim Schwein. Also da will ich mal die Hybridform sehen, wie das aussehen soll. Es gibt aber so wirklich ein witziges Fanbild von Jupiter, wo der der Schritt gegen ist. Ja, ja. Ich weiß genau, wie ich es bild. Das ist schon witzig. Wenn das so wäre, dann würde ich wirklich lachen, muss ich sagen. Aber wenn er so seine Gliedmaße, so seinen Arm, Bein zu Würmern machen kann oder sowas, die alles zerbeißen, oder ich kann mir da so wilde Sachen vorstellen. Ja. Das ist schon heftig, Mann. Ja, das, Und die, meinst du, es gibt jetzt noch Clashes so? Meinst du zum Beispiel Venus, der jetzt gerade um die halbe Insel jetzt beim Elbernschiff theoretisch ist? Ja. Zorro auf dem Weg dahin? Meinst du, die könnten clashen? Ja. Die Tetsus könnten beide clashen? Also man muss ja sagen, es geht ja jetzt wirklich nur noch darum, 6 Minuten Zeit zu schinden, bis die Übertragung startet, damit man, also weil wenn man jetzt abhaut, dann wird die Übertragung aufgehalten, dann ist Vegapunks Lebenswerk, was er nach seinem Tod veröffentlicht, auf einmal zunichte gemacht. Deswegen muss man jetzt noch 6 Minuten rausholen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es noch den einen oder anderen Clash gibt. Aber, boah, Alter, lässt du jetzt Zorro gegen den kämpfen? Also so. Also der kommt da vorbei, wenn er einmal rum wirklich die Pazifister platt machen will. Dann kommt der da vorbei. Aber, also, ich meine, wie stellst du das jetzt dar? Ich weiß gar nicht, was ich cool fände. Ich weiß gar nicht, was dann cool ist. Wenn Zorro ihn einfach nur aufhalten kann, ist das cool? Oder wenn Zorro verliert komplett und komplett hops genommen wird, also, ist das dann cool? Richtig cool wäre es, wenn sie wirklich clashen, Zorro mit dem Kitetsu der dritten Generation und er mit dem der ersten, beide checken das, dass es ein Kitetsu-Clash gerade ist, so mäßig. Und Zorro zieht am Ende den Kürzeren und fliegt irgendwie weg oder sowas. So. Und keine Ahnung. So, das wäre für mich so würdig. Okay, das reicht erstmal. Ja. Also Zorro müsste auf jeden Fall den Kürzeren ziehen, für mich. So ja, das ist es halt, ne? Also, weil wenn es jetzt einzelne Clashes gibt, wo Sanji und Zorro eine zentrale, oder Jinbei sogar, ey, dann muss ich sagen, wenn jetzt Jinbei einen der 5 Weisen aus den Latschen haut, zum Beispiel, dann bin ich raus. Weil dann denke ich mir so, also dann denke ich mir so, okay, warum hört Akainu überhaupt auf die? Der wird die alle einzeln hops nehmen, so. Ja, eigentlich schon. Deswegen, die müssen schon performen. Und von daher finde ich diese einzelnen Clashes ein bisschen schwierig. Dann glaube ich eher, werden die Riesen da nochmal einen größeren Part übernehmen. Aber du kannst mir nicht erzählen, hätte zum Beispiel Boogie und Woogie, hätten die so eine Atompilzbombe da abbekommen, so eine Atombombe ins Gesicht. Ja. Das hätten die doch nicht weggetankt und wären dann weitergelaufen, oder? Ja, das sind Riesen, die tanken schon viel, oder? Ja, aber so eine Atombombe oder so eine, guck mal, der hatte mit seinem Spinnenbein, hatte irgendwie da in so einen Baum oder was war das irgendwo und das ist sofort pulverisiert, weil es so giftig ist, so. Ja. Wenn Saturn einmal da reinsticht in so einen Riesen, so, ich kann mir das ganz schwer vorstellen. Ich also, halt haben krass, das jetzt wenn auch einfach einer der beiden sterben würde. Jetzt so Boogie oder Woogie. Das wäre mal heftig. Das wäre mal krass. Das wäre richtig krass, aber es wird nicht passieren. Ja, nicht ich glaube, es wird jetzt auch zur Flucht verholfen. Und der antike Riese, der auch da ist, gerade mitten im Geschehen, wird noch den Hauptkampf hier gegen die Gorosei haben, glaube ich. Ich glaube, die werden gegen den kämpfen noch so. Und da kannst du halt alles so argumentieren. Wenn der Riese, den könntest du so stark machen, wie du willst. Und dann könntest du zum Beispiel auch sagen, dass die zu Venus sagen, ey, komm schnell zurück. Hier ist der und der, wir müssen zusammen clashen. So. Die wissen das auch nicht, dass der da ist. Und das hatte Vegapunk gesagt, nämlich so, ja, der ist hier und die Weltregierung weiß nichts davon, dass der hier liegt. So, der hat vor 200 Jahren die Dings angegriffen und so. Deswegen, wenn der jetzt zum Beispiel, also wenn der zum Beispiel alleine die 5 aufhält, bin ich damit fein, muss ich sagen. Dann finde ich das besser. Ja, so auffällt-mäßig, ja, aber besiegen sollten die ihn auf jeden Fall. Ja. Ja, auch wenn der nur auffällt, also der kann auch von mir aus am Ende dann kaputt gehen, der antike Golem. Ey, wie krass wäre das, wenn der antike Riese die Gorosei angreift und sie diese Angriffe nicht regenerieren können von ihm? Ja, das wäre crazy. Weil dann so, oh mein Gott, der Schlüssel. Ja, ja, so. Und dann fliehen die von Eckert und dann musst du wieder 100 Kapitel warten, bis du die Antwort bekommst, warum das so ist. Ja, das ist aber eigentlich klassisch One Piece. Da will Daumen hoch dafür. Typisch. Regenerieren sich nicht auf einmal. Ja, das wäre Plot Twist, Alter. Das wäre so, also der schlägt so ganz am Ende, bevor die da abhauen, weißt du, so in der letzten Millisekunde gucken die nochmal sich um und dann schlägt der antike Riese so von Saturn ein Spinnbein weg, so der Klassiker, weißt du? Und dann regeneriert das nicht. Boah, das wäre schon krass. Das wäre so geil. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass das jetzt noch krass wird, der Moment mit dem Riesen. Das wird ein Moment, der wird so einschlagen. Also wirklich, man kann es sich gar nicht vorstellen, weil es auch an sich erstmal ein bisschen lame klingt und man stellt sich es nicht so krass vor, so. Ja. Ja, der antike Schrottriese, so. Wir hatten schon Frankie Shogun und ja, wow, wir hatten diesen Vega Force 01, wir hatten so viele große Roboter und irgendwelche Ost Juniors. Ich glaube, das ist was ganz anderes. Ja, das wird so wichtig und krass und auch wie kommuniziert er, weißt du, zu Ruffy, der hat ja irgendwie Stimme des Universums mäßig oder meinst du, er hat wirklich geredet so? Nee, es war ja dann so eher murmelt, aber dann war ja ganz klar zu erkennen, es tut mir leid, Joyboy, ne, also. Ja, aber hat er das
wirklich rausgesagt mit der Stimme oder war das nur so telepathisch? Ich glaube eher telepathisch, oder? Glaube ich irgendwie auch. Ich glaube eher telepathisch. War aber das auch so, die Panel, also die Sprechblasen sahen noch so ein bisschen links aus. Wird aber passen, wenn er gegen alle gleichzeitig clasht, weil das wird dann vielleicht auch ein bisschen diesen Plotpoint erklären, warum der gegen Kampf Saturn und Kizaru gegen Ruffy nicht dazu kam. Weil dann hätte der die beiden vielleicht hops genommen, weißt du? Ja. So nach dem Motto, okay. Ja, der braucht ein bisschen. So, der läuft halt irgendwie mit Ruffys Gear 5, ja. Joyboy, Nika, Freude, sonst was in der Trommelenergie oder was auch immer. Ich frage mich wirklich nur, was ist, wenn die jetzt im Elbahn-Schiff sind und langsam wegsegeln, die Distanz größer wird von Ruffy zu ihm und er nicht mehr in Gear 5 oder so ist, Ruffy. So, dann kippt er ja, dann bricht er auf einmal wieder zusammen wahrscheinlich, der Roboter so, ne? Mhm. Aber vielleicht ist das dann so auch ein Indiz, so dass sie das checken, so Ruffy und die Protagonisten irgendwie so, dass das wahrscheinlich irgendwie damit zusammenhängt, Ruffys Gear 5. Das wäre dann eigentlich der Moment, wenn Ruffy da nicht sein Kopfgeld nochmal gefühlt verdoppelt hat und alles andere Quatsch eigentlich. Das wäre so krass, wenn sie wegsegeln und man sieht dann nur noch Eckert in Trümmern und da kämpft der Riese gegen diesem Wesen. Ey. Ja, ja, ja. Ey, so wird's sein, aber ich so hab's sein. Vor Augen. So wird's sein. Oh, ich hab Bock drauf, Mann. Ist ja auch dieses Buster-Call-Szenario, weißt du, so wegsegeln von einem Buster-Call-Ort, das ist ja, das hatten wir jetzt schon 2-3 Mal so nach Motto und dann war das immer so, man blickt zurück und alles liegt in Schutt und Asche. Aber glaubst du, die 5 Weisen sind dann auf Elbern bald oder was ist deren Plan? Die werden safe erstmal zum Schloss zurück, ne? Also, safe, wird zurück keiner nach Mary Jo. So, ne? Safe zurück nach Mary Jo. Ey, und dann, ey, geil wäre, wenn wir sehen, wie die ankommen und erstmal so gefühlt eine Standpauke kriegen oder so von ihm, Summer. Ja, ja, ja. So, so nach dem Motto, alle, also so, dann kommt so ein Schwenker und dann nur so, es tut mir leid und dann so schon so unterbrochen, so Punkt-Punkt-Punkt-mäßig und ihm Summer klatscht den so auf den Boden. Und man sieht, da regeneriert sich auch gar nichts mehr, wenn der den schlägt, so weißt du. Ey, das wäre auch krass. Ja, ja, das wäre geil. Man erwartet das eigentlich von Imsama, weil Imsama ja komplett über allen steht. Also für den ist ja alles ein Insekt, sogar die 5 Weisen so gefühlt, wie er dargestellt wird. Ich glaube, wir werden jetzt Imsama auch noch sehen in den nächsten Kapiteln. Ne? Also wenn da die Nachricht von Vegapunk rausgeht an die Welt so und das wird nicht gestoppt. So, ich glaube, dass wir dann Imsama wirklich auch sehen im Pangea-Schloss, wie Imsama da komplett ausrastet oder sauer wird oder vielleicht sogar irgendwie handeln will oder so, schnell irgendwie Egghead auf der Karte durchstreicht oder so, weißt du, sowas, dass wir sowas sehen irgendwie. Ja, weißt du was, ich sag dir jetzt schon meinen Call dafür, die gehen zurück nach Mary Jo, Imsama kriegt eine kleine Wutkrise und dann kommt sowas, dieser klassische Punkt so, den auch bei Akainu und so, dieses klassische nochmal in die Kamera gucken nach vorne und so sagen, wir ziehen unseren Plan jetzt nach vorne. Wir warten nicht mehr oder so. Und dann hört man davon erstmal wieder 3 Monate nichts, weißt du? Ey, das ist so krass. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Himmel sich zuzieht und der Laser noch auf Egghead einschlägt. Im letzten Moment so, dass Imsama dann irgendwie denkt, okay, jetzt muss, bevor die Nachricht gesendet wird, so, obwohl da diese Power-Plant noch ist, weißt du, diese Fabrik für diesen Imsama Motherflame Laser überhaupt erst, so, um den zu produzieren. Und deswegen haben wir Markus Mars jetzt auch letztes Chapter gesehen, wie er vor York ist. Ich glaube nur deswegen. Ja, nur deswegen. So, noch wegen. Ja, so York schnell mitnehmen, retten so damit, weil es ist ja auch ein Vegapunk, damit sie auch das dann bauen kann, beziehungsweise benutzen kann so. Also wenn sie jetzt, also was ist von den Gorosei der Plan? York holen, Vegapunk töten und ja, die Strohhüte stoppen ist, glaube ich, gar nicht mal erste Priorität, ne? Aber würden die safe auch mit auf die Agenda nehmen, wenn sie können. Aber ich glaube, also Prio 1 Übertragung stoppen. Prio 1 safe. Vegapunk töten ist ja schon vorbei quasi, mehr oder weniger. Ja. Deswegen Übertragung stoppen, Prio 2 York saven, Prio 3 Egghead komplett einäschern, also Buster Call komplett. Ja, aber an sich wurde so gesagt immer noch, dass da diese Fabrik ist so und dass die beschützt werden soll, das ist ein Gebiet so, das darf nicht kaputt gehen so, aber also wenn da der Laser einschlägt so. Ich glaube, über den Punkt sind die hinaus. Ich glaube auch, deswegen lieber York mitnehmen so, vielleicht können sie nur mit York, weißt du, ist ja ein Vegapunk, einfach das dann reproduzieren, diese Fabrik. Ja. Vielleicht ist das schon so ausreichend dann, aber ey, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Strohhüte wegsegeln und dass der Laser da einschlägt. Also ich frage mich nur wirklich, wie die Gorosei, ob die sich jetzt von da aus zurück teleportieren können oder muss einer wieder zurücksegeln oder kann Imsama die zurückcasten, weißt du? Aber eigentlich naheliegend, wenn Saturn die casten kann, dann kann auch Imsama die casten, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Imsama war ja auch von dem, was wir gesehen haben, silhouettenmäßig und so, auch so wie so ein Wesen, so ein Gummi. Mhm. Gummi, schwarzer Teufel, rundes Teil irgendwie mit 2 Augen, so ganz komisch. Ja, ist was so ein YouTube-Thumbnail-Pfeil irgendwie verschossen hat, so als Angriff. YouTube-Thumbnail. War ja wirklich so ein Pfeil, so ein Cartoon-Pfeil. Theoretiker-Haki-Pfeil war das. Genau den. Ja.
Ey, aber wie krass, ey, wirklich. Deswegen, das wird auch noch interessant. Ja, cooler, cooler Talk auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schließen mal hier eine Runde, weil sonst kann man echt noch stundenlang darüber philosophieren, was von den fünf Weißen zu erwarten ist. Lasst auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren da. Alles, was erwartet ihr von den fünf Weisen, was hat ihr Order zu bedeuten, wie findet ihr die Form von denen, sowohl designtechnisch als auch stärketechnisch, was glaubt ihr, wie geht Egghead aus, lasst euch wirklich mal in den Kommentaren aus und ja, und wenn Oda dann das nächste Mal eine Monat Pause macht, dann sind wir wieder am Start, würde ich sagen. Oh Mann, ey. Ey, wir gucken, wir gucken, dass wir das da irgendwie halbwegs bekommen. Wir sind ambitioniert. Das sollte erstmal genügen. Wenn ihr bis zu Ende geschaut habt, so machen wir es immer beim Podcast, dann schreibt mal Hashtag. Jetzt muss man irgendwas nicht so ganz obvious nehmen. Was? Jupeter. Jupeter. Hashtag Jupeter. Aber ja. Geschrieben wie Englisch du. Also Y-U-U. Jupeter, so weiß ich. Ja, genau. So machen wir das. Wir halten das so fest, Leute. Wir bedanken uns fürs zu Ende schauen. Wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao und tschüss.